So. Achso. Nice. Okay. So, dann haben wir hier hinten mal den letzten Seestern. Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Warte, dann geht aber vielleicht... Dann geht das aber vielleicht so. Also grün sollte schon irgendwo mit dabei sein. Das geht aber nicht. Okay, ja, wir machen das mal. Hier haben wir zwei blaue, hier haben wir zwei grüne, hier haben wir auch zwei grüne. Wenn wir hier zwei grüne haben, dann würde sich das wahrscheinlich so anbieten. So und so. Ha! Man muss ja nur ein bisschen denken. So, Kapitänskajüte. Ein Globus. Neues Ziel, Globus des Captain. Okay, ja, noch genug zu tun. Ich muss das fehlende Schiff finden, das mit dem einen Hafen auf dem Entdecker-Globus übereinstimmt. Vielleicht hat Remington diesen Globus verwendet, um seine Angriffe auf Händlerflotten zu planen und die Handelsrouten im Blick zu behalten. Aber wie genau? Das werden wir dann sicherlich sehen, wenn wir das letzte Schiff gefunden haben. Was haben wir denn hier? Ein Papagei. Anscheinend auch bestechen, wenn ich Schlüssel möchte. Hier. Kanonenkugel an den Kopf. Auch nicht. Gut. So, was haben wir hier? Oh, was zum Lesen. Diary. 17. September. 17. September 1718. Alles geht mir so leicht von der Hand, seit ich über meine neuen Kräfte verfüge. Meine Mannschaft und ich sind gefürchtet und berühmt. Unser Reichtum wächst von Tag zu Tag und Fortuna lächelt uns zu. Damit es so bleibt, habe ich die verzauberten Münzen versteckt. Mein Schatz ist damit sicher. 18. Juni 1720. Geil, die hat jetzt einfach mal fast zwei Jahre lang nicht da reingeschrieben. Seit Mary an Bord gekommen ist, hat sich alles verändert. Erst hatte ich mich gefreut, dass ich sie gefangen hatte und ihre Eltern erpressen konnte. Doch nun, nachdem ich sie gesund gepflegt habe, bin ich mir meiner Pläne nicht mehr so sicher. 10. Juli 1720. Die verzauberte Truhe sieht nun grässlich aus und der Zwerg wirkt bedrohlich. Teuflische Mächte versuchen, mich von meiner Entscheidung abzubringen, doch ich bin fest entschlossen, meinen Pfand zurückzuerhalten. Mary wird überglücklich sein, wenn ich meine Verbrecherlaufbahn beende. Der alte Fluch hat mich wieder zum Leben erweckt. Doch was ist das Leben ohne Mary wert? Ich muss sie zurückbringen. Das junge Mädchen, das ich gefangen habe, wird mir dabei helfen, meine Pläne in die Tat umzusetzen. Ich bin in See gestochen, bevor ich ihre Mutter sich ihre Mutter einmischen konnte. Blitz! Hey! Ich will die Münze haben. Hallo! Ich will das lesen! Oh, wie gemein! Blöder Kranich. Was haben wir hier? I hope Remington told you about the doubloons. You need all 12 to open the chest and retrieve its contents. I'll be watching you. Ja. Ich hab 3. The people of the Caribbean
first heard about Captain Remington and his Black Galleon when he sank two passenger ships near Isle Simona. Those who survived were taken aboard and later sold as slaves. Tales of Remington's cruel and ruthless manner spread. Ja, cool. Eins. Nimm doch gleich alle drei. Those first attacks were only a taste of the coming atrocities. Soon, Captain Remington boarded and sank commercial ships. His Black Galleon would appear out of nowhere and strike without warning. Those who weren't shot or stabbed were forced to walk the plank to the pirates' amusement. Und die dritte. People were frightened and began to suspect Remington must have made a bargain to come by such unearthly skills. His crew was said to consist of sea monsters, convicts, and cannibals. His ship was thought to be invincible and capable of casting storms, fog, and eerie calm. Okay. Do you have a coin for me? Ich geb nix. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben nichts mehr. Das ist ja irre. So, aber vielleicht haben wir gleich was. Papageienschädel, hat gleich gesehen. Spielkarten. Boah. Da. Edelstein, Fernrohr. Das Fernrohr. Ein Spiegel haben wir auch. Zigarre. Bistolos. Das ist keine Pistole. Da ist eine Pistole. Dann ein Gürtel. Ein Gürtel. Ein vorzüglicher Gürtel. Ankerzirkel. So, Zirkel. Und hier. Ich benötige einen Knauf. Okay. Ein Anker. Ein Anker müsste ja auch quasi noch... Ah, hier ist noch ein Anker, ne? Ist direkt drauf. Und ein Gürtel. Das ist ein Gürtel hier. So, was haben wir hier? Machen wir das mal öffnen. Kreuz. Da. Wir brauchen noch einen Knauf. Was davon ist ein Knauf? Gesucht. Seeraub. Huch. Hm. Mich veräppeln. So, was davon sieht aus wie ein Knauf? Hilf mal schnell. Ist das ein Knauf? Ah, das ist ein Knauf. Und da ist dann drin ein Zapfhahn. Ah, wir haben einen Zapfhahn gefunden. Du hast einen deswegen Gegenstand gefunden. Zapfhahn. Okay, super. Jetzt dann mal schnell zum Trinkwasservorrat. Du hast einen Singe, einen Stopfen. Ja, jetzt habe ich einen Stopfen. Geil. So. Und Wasser. Damit jumpen wir gleich mal weiter in die Kombüse, bevor der Topf hier noch explodiert. Gut. Das ist eine leere Flasche. Das ist schlecht. Gut, dann einmal zurück. Laderaum. Munitionslager. Okay, gut, 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 gut. Was haben wir? Nee, nicht Menü. Komm, vergiss es. Das hier will ich haben.
12 Dublonen. Ja, okay. Um an den Inhalt der Piratentruhe zu gelangen, muss ich 12 goldene Dublonen finden. Der seltsame Zwerg, der in der Kapitänskajüte die Truhe bewacht, scheint der letzte lebende Zeuge von Remingtons Untergang zu sein. Und er ist bereit, mir für jede Dublone einen Teil seiner Geschichte zu erzählen. Das ist doch auch nett. Ich wollte doch die Notizen öffnen. Das sind die Notizen. Ich wollte das muss ich alles tun. Okay. Cool. Okay. Ah, jetzt kann ich hier rein. Das ist ja auch spannend. Okay, wir brauchen eine Honigwabe. Wie kommen die denn hier an Bord? Eine Honigwabe und ein Augapfel. Hier ist ein Augapfel. Eine Makete. Heidi. Da ist ein Messer. Das ist aber kein Messer. Wir suchen hier eine Machete. Wir suchen eine Machete, ne? Ja, das war nämlich nur ein Messer. Okay. Ein Blutegel. Wo haben wir denn Blutegel? Blutegel? Boah, werden wir noch sehen, bestimmt. Das ist auch keine Machete. Okay, ignorieren wir das mal. Ein Holzfuß. Mörser. Ich glaube, man darf das nicht zu lange am Stück spielen. Oh, was hier? Achso, ein Holzfuß. Okay. Mörser, Haken, Schere. Haken, hier, Haken dran. Schere. Machete, Blutegel, Mörser. Hobel. Feder. Da ist seine Feder. Und Aale. Ach so. Er hier. Gut. Mörser, Blutegel. Die meint schon den Mörser, nicht den. Oder? Ich meine nicht das hier, ne? Ne, gut. Das sind Knochen. Das ist ein Pedal. Das ist ein Schlüssel. Das ist eine Pinzette. Die wäre super praktisch, um. Aber ich sag nichts. Wahrscheinlich brauchen wir die Aale. Die Aale kriegen wir. Hier ist der. Nicht? Hä? Ist nicht der Blutegel? Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht genau, wie so ein Blutegel jetzt aussieht. Aber ich kann es mal gucken. Ist das dann auch immer wie. Wie sie liegen? Ja, wahrscheinlich, ne? Achso, hier, guck mal, hier ist ein Blutegel. Okay. Gut. Mörser. Ah ja, doch, mit Töpfchen. Der soll ja wohl erkennbar sein. Da. So, und dann fehlt nur noch die Machete, die hier irgendwo noch fehlte. Lang. Die liegt einfach lang irgendwo rum. Da hinten liegt sie lang rum. Ich habe doch die Pinzette gefunden. Ich sag da gar nichts zu. Ja, nimm doch. Gut, so, sonst ist hier nichts mehr, ne? Guck mal, Schießpulver ist das und verkühlt, das ist nicht mehr zu gebrauchen. Okay.